Hallo, hier ist wieder Stopp Auszeit. Grebenbach-Wasserfälle, eine Rundtour bei Reutin. Es ist in der Nähe von Alpirsbach im Schwarzwald. Außentemperatur heute Morgen minus 5 Grad, also aber klare Luft. Richtig schön hier, noch neblig. Wenn ihr Lust habt auf eine Wasserfallrunde, dann begleitet mich, würde mich freuen. Ja, wir tauchen gleich ein in den Wald und da es ja wieder super geschneit hat, wird es hier wieder eine Tiefschneewanderung. Ja, jede Tour hat immer eine kleine Überraschung bereit. Ich habe mich auf eine ganz lockere Runde eingestellt. Ja, sehr frostig, bin mitten im Wald, macht auch wieder Spaß. Es ist extrem viel Schnee hier, also ich versink ja zu den Knöcheln auf jeden Fall. Es ist sogar ein bisschen mehr, aber dann ist natürlich anstrengend zum Laufen. Aber boah, dadurch, dass es so kalt ist, hat es hier einen extremen Flair. Boah, hat was. Ja, bitterkalt. Ohohoho. Ja, so wie das aussieht, ist hier noch niemand gelaufen. Ich hinterlasse die ersten Spuren im Schnee. Und hier ist auch das Schild zum Wasserfall versteckt. So, diesen kleinen Berg geht hinauf. Ah, die Winterkulisse ist schon super. Also, da kann man nicht meckern. Wunderschön hier. Ja, das hat schon was. Für mich ist das ein Märchenwald. Ganz vorne
hab sie gefunden. Das sind die Wasserfälle. Direkt hier am Wasserfall. Ja, eine coole Optik. Da seht ihr ihn. Weiter geht's mit der Rundtour. Ja, waren schöne Momente am Wasserfall. Ich hoffe, man kann es im Hintergrund noch erkennen.
Ja, ein netter Spaziergang im Wald. Doch ein kleines bisschen mühsam. Aber schön. So, jetzt verlasse ich den Wald. Bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme, ob es nur eine kleine Lichtung ist oder ob es schon war mit dem Wald. Wie ihr seht, bin ich wieder in Reutin angekommen. So, jetzt geht's zum Auto. Hallo, ja, Zeit zum Verabschieden. Die Grebenbach-Wasserfälle, die Rundtour hier in Reutin ist zu Ende. Heute verabschiede ich mich aus dem Auto, denn ihr wisst, wenn ihr mich ständig begleitet auf der letzten Tour, habe ich meinen Mikrofonreceiver verloren. Ich konnte noch keinen Ersatz besorgen. Ich hoffe, dass auf dieser Tour der Ton einigermaßen in Ordnung ist. Ich muss mal gucken beim Verarbeiten, was ich noch ein bisschen zaubern kann, damit man das noch anständig rüberbringen kann. Und ansonsten wünsche ich euch was und vielen, vielen Dank, dass ihr mir so treu die Stange haltet und mich immer auf meinen Touren so toll begleitet. Bis zum nächsten Video, euer Michael. Ciao, macht's gut.